Guten Morgen, ihr Lieben. Happy zweiten Advent. So, herzlich willkommen zum Sonntagsvideo. Ich freue mich schon drauf auf die ganzen Spiele, die wir spielen. Bis es soweit ist, aber noch zwei, drei andere Sachen. Oh, ich habe diesmal meinen Schreibtisch vorbereitet. Ich habe hier sogar schon alle Stifte zusammen. Achso, das ist meine Kuscheldecke, die ich hier um mich geschlungen habe, falls ihr euch wundert, dass hier immer mal so eine graue Wurst kommt. So, genau, wir verlosen zuerst das Gewinnspiel für letzte Woche, also für den ersten Advent. Dann zeige ich euch, das machen wir mal noch gerade, genau, dann zeige ich euch, was es für den zweiten Advent gibt. Und ich habe Post bekommen von Konfetti Budget. Ich habe noch nicht reingeschaut. So, genau. Es gibt ja einmal ein Tütchen mit drei Artikeln aus meinem Adventskalender. Und dann habe ich ja hier noch ein fettes Tütchen gefüllt und gewonnen hat letzte Woche die Sarah Mintos 1782. 1782, 1.7.82. Ja. So, erster Advent. Und ich habe ja gleich schon mal den Hashtag unten drunter geschrieben für das nächste Gewinnspiel, Adventsgewinnspiel. So, weil da war ich ja letzte Woche ein bisschen unvorbereitet. Liebe Sarah, melde dich bitte bei mir an meine E-Mail-Adresse susan.p@web.de. Und vielleicht hätte ich die nochmal aufschreiben müssen. Was nehmen wir denn für einen Stift? Susan, kannst du dich bitte entscheiden, was du für einen Stift nimmst? So. Aber die steht auch bei YouTube hier bei über den Kanal oder irgend sowas. Kanalinfo web.de. Weil so wie ich mich kenne, vergesse ich es bestimmt, das unter das Video zu schreiben. So, susan.p@web.de. So, ich hoffe, du freust dich. Hier dazu kommt dann noch ein Magnet und Würfel. Und sobald ich deine Adresse habe, geht das Ganze los an dich. So, den Zettel packe ich gleich dazu. Diesmal habe ich mir sogar eine Frage überlegt für das zweite Adventsgewinnspiel. Wir wollen ja heute wieder was verlosen. Hoffentlich weiß ich sie dann noch. Ich bin immer so, wenn ich dieses Video drehe, möchte ich immer 1000 Dinge erzählen. Und da spielt mein Gehirn manchmal verrückt. So. Auch zum zweiten Advent gibt es ein Gewinnspiel. Es gibt hier wieder einmal eine Tüte mit drei Dingen aus dem Adventskalender. Das ist wie letzte Woche das Spiel, wie letzte Woche die Klappkarte. Aber ich glaube, ich habe eine andere Challenge reingepackt. Ihr könnt ja schon mal das Spiel von hinten sehen. Ne? So, sagt nichts über das Spiel aus. Und ich habe hier wieder eine fette Tüte zusammengestellt aus allen möglichen Dingen, die bei mir ausziehen können. So, ich habe hier mit dem Magnet gleich dabei von MissCherryBlossom.de ihr Game Over. Sie hatte schon mal eins und das hat sie nochmal überarbeitet. Dann haben wir ebenfalls von ihr so einen Marienkäferwürfeln. Eine 5-Euro-Challenge. Hier habe ich Spardango. Ich nehme mal an, das ist eine asiatische Süßspeise. Sakura-Rubbeln mit zwei Trackern dazu. Ich glaube, für das Ding selbst braucht man nur einen. Das heißt, ihr habt noch einen übrig. Wir haben ja das Konsolenwürfeln. Hier haben wir noch zwei Spartöpfe für das Game Over. Das tue ich mal direkt dazu. Und ich habe noch wieder so eine Kleingeld-Challenge. Diesmal sind es Himbeeren mit zwei Trackern. So, dann habe ich noch ein paar Challenges von der lieben Franzi von Kreatives Stübchen, die ich selbst nicht bespielen werde. Zum einen Spartopf-Küchenmaschine, was mich tatsächlich daran erinnert, dass ich eines Tages in meinem Leben mir eine KitchenAid hole, aber wahrscheinlich erst, wenn wir, keine Ahnung, in 5 Jahren uns trauen und... Warum ist meine Brille so dreckig? Und diese Hausgeschichte dann angehen. Also ich meine, ein bisschen finanzielle Sicherheit brauchen wir bis dahin schon. Und ich sage mal, meine Selbstständigkeit sieht zwar finanziell aktuell gut aus, aber man weiß ja in the long run nicht, wie das, ob das so ist. Ne? Und dann hätte ich gern irgendwie keinen Kredit am... wo hat man denn den Kredit?
Kredit am Popo, wie auch immer, wo man den Kredit hat. Ne? Aber ich glaube, wenn ich eine größere Küche habe, hätte ich dann gerne eine Küchenmaschine. Aber ich glaube, dann benutze ich keinen extra Spartopf, sondern ich regle das dann über unseren Heim- und Gartenspartopf oder über Technik. So, dann habe ich hier von ihr auch eine wunderschöne 20-Euro-Challenge. Ich liebe die Farben total. Also die ist richtig schön, aber ich benutze leider keine 20-Euro-Challenge. Deswegen kann ich euch vielleicht damit glücklich machen. Dann habe ich noch von der Zierschmiede das Ella und Eddie, Ella und Eddie Spiel. Das habe ich bereits gespielt mit den süßen Fledermäusen. Ist so ein bisschen eine Nacherzählung von Bella und Edward von hier bis zum Morgenrot-grauen Mittagsstunde, wie auch immer. So. Sehr süß. Ich habe noch das Winter Wonderland von der Budget Birdie. Das kam letztes Jahr raus. Und eine Wochentags-Challenge von der lieben Sandra von Design by Desa, die ich leider, denke ich mal, nicht spielen werde. Und ich habe einfach zu viele andere Sachen von ihr. Und ich finde es immer schade, wenn es dann bei mir rumliegt. Also ich gehe ja immer meine Schälchen bzw. meine Kartons durch, wo ich alles einsortiert habe. Und ich finde es dann immer schade, wenn ich Challenges sehe, von denen ich denke, ja, die schaffst du es halt nicht zu spielen. Ne? Also ich habe von Sandra so viele Sachen, die alle schön sind, die ich nicht schaffe zu spielen. Und da denke ich mir immer so, da gibst du mal eine ab. So, da kann ich euch glücklich machen. Ich habe hier noch den Fabio, den gab es ja als kostenlose Challenge. Das hier ist, glaube ich, mein Probedruck, also das ist nicht der aus der Druckerei. Und ich habe wieder aus meinem Download-Set hier ein Sparfuchs, eine 10-Euro-Challenge und ein Herbstwürfel mit dem schönen Fuchs. Und einen Trailer habe ich dann noch dazu, einseitig. So, genau. Also quasi wieder beide Tüten: einmal Adventskalender und einmal das hier. So, also das Set ist jetzt ein bisschen größer als letzte Woche. Dafür war letzte Woche dieses große Super Spario-Set drin. Und da dachte ich, kann ich das so ein bisschen ausgleichen. Ich würde sagen, von der Dicke her ist es, haut das auch hin. So, genau. Wenn ihr das gewinnen wollt, ne, dann beantwortet mir folgende Frage, nämlich, seid ihr interessiert an Wintersportarten? Und wenn ja, welche? So, ich persönlich kann ich schon mal sagen, ich gehe gern spazieren, aber ich hasse Eiskunstlaufen, also jetzt an eigenen Sportarten. Und ich hasse Skifahren und ich hasse Snowboarden. Liegt daran, ich bin jemand, ich habe gerne festen Boden unter den Füßen. Ich bin da so richtig, na, konservativ ist eigentlich das falsche Wort, ne? Aber ich mag es gerne, wenn der Boden unter meinen Füßen fest ist und ich darauf laufe. So, aber genau, Schlittenfahren mochte ich als Kind definitiv sehr. So, da bin ich gespannt auf eure Antworten. Ich muss mich mal noch ordentlich hinsetzen. Ey, das ist mit diesem Tisch. Ich habe halt hier unten drunter auch quasi dieses Tischbein. Das ist hier diese IKEA-Konstruktion, weswegen ich mich nicht direkt vor die Kamera immer setzen kann. Aber vielleicht, hoffentlich. Ich hoffe, dass wir es nächste Woche schaffen, dass ich nächste Woche um die Zeit definitiv meinen hochfahrbaren Tisch habe. Und dann ist hier nämlich nur noch ein Tischbein und halt nicht dieses Dreibein. So, was ich nämlich immer aktuell in meinen Knieoberschenkel presst. So genau wollte ich es wahrscheinlich gar nicht wissen. So, genau. Also, herzlichen Glückwunsch an die Sarah und alle, die nicht gewonnen haben. Versucht es gerne diese Woche im Gewinnspiel. Und ich hatte einige Kommentare zum Thema Super Spario. Und da kann ich immer nur verweisen auf Sandra von Design by Desa. Die hat nämlich letztes Jahr das erste Super Spario rausgebracht. Und also für Super Mario-Fans empfehle ich tatsächlich ihrs, weil sie war die erste und ihr wisst ja, ich unterstütze immer gerne die erste Idee. Punkt. So, und jetzt gucken wir mal, was ich hier von Confetti Budget Schönes bekommen habe. Erstmal so dieses Mini-Tütchen. Oh, hier sind wieder diese Mini-Würfel drin.
total witzig. Die hatte ich ja zuerst bei meinen Spielen, die 5 mm Würfel, weil die einfach so süß waren. Aber irgendwann hatte meine Händlerin keine mehr. Das war dann auch irgendwie Corona, Restock, keine Ahnung was. Und deswegen bin ich dann auf die 8 mm gegangen. Und ich habe die Woche aufgeräumt und hatte dann irgendwie noch so ein altes Tütchen in die Hand bekommen. Und da war auch noch, also von meinen Spielen, was ich mal gepackt hatte, weiß ich nicht, ob ich das verlosen wollte oder jemanden mitbringen, ich weiß es nicht. Und da war halt auch dieser kleine süße Mini-Würfel drin. Ach, das ist immer so. Ist immer wieder schön. Ich mag die auch sehr. Die sind sehr niedlich und damals war die Idee, man kann es halt direkt mit in diese Beinertasche mit reintun, ne? Weil der so klein ist und dann hat man immer einen Würfel mit dabei. So, wir haben hier wieder leckeren Wintertee. So, Schneeträumchen, Himbeer, Sahne, Baiser-Aroma. Kenne ich noch gar nicht, bin ich sehr gespannt. Süßer Bratapfel. Bratapfel, für alle Apfeltees bin ich immer zu haben. So, hier haben wir einen Früchtetee mit Spekulatius-Aroma. Sagt mir auch nichts. Und Sternleuchten, den hatte ich schon mal mit Pflaumen-Zimt-Aroma. Ich liebe Tee, wo Pflaume mit drin ist. So, also vielen lieben Dank. Und nach dem Video werde ich mir hier definitiv ein schönes Teechen gönnen. So, und jetzt. Ja, jetzt haben wir es aufgerissen. Ei, 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 oh, was hier wieder reingetan hat. Vor allem, ich werde, am Sonntag schaffe ich es wahrscheinlich nicht. Ach so, genau, für mich ist heute Samstag. Ich glaube, ich zeige euch gleich noch was anderes. Aber am Montag mache ich hoffentlich endlich meine Budgetgestaltung für den Dezember. Nächste Woche brauche ich sie ja auch. So, wo fange ich denn an? Wir fangen mal oben an, mal. Oh, das ist ja auch wieder süß. So, ein schöner Holo-Schmetterling. So, da hat die Jackie hier wieder rausgehauen, ha? So, hier ist noch ein Zettelchen. Ach, der klebte draußen dran. Habe ich gar nicht gecheckt hier. So, liebe Susan, ich wünsche dir eine schöne und besinnliche Vorweihnachtszeit. Das wünsche ich dir auch. Ich hoffe sehr, dass du dir ein wenig Auszeit nehmen kannst, wie geplant. Ja, ich arbeite dran, aber ich werde besser. Und ganz viel Spaß mit den neuen Sportspielen. Genau. Ich hoffe, dass sie dir gefallen. So, wir haben The Frozen Land. Wir können hier würfeln und rubbeln mit diesen süßen kleinen Rubbelfältchen. Da bin ich immer ein großer Fan davon. Und hier hinten haben wir noch einen Tracker mit dieser schönen Eule. Und genau, dasselbe nochmal in der anderen Farbe. Das hat sie ja, glaube ich, jetzt die ganze Weihnachtszeit über, ne? Dass sie immer so ein bisschen ein blaues Set und ein rosanes Set hat. Finde ich auch sehr gut. Hier haben wir Christmas Gifts. Da wäre ich in diesem Fall The Frozen Land Fan, weil ich dieses ganze Frozen-Thema, also ich meine jetzt nicht Frozen als den Disney-Film, sondern ich bin zurzeit total auf diesen Trip Blau, Schwarz, Dunkel, Nebel, Schnee. Was man unter anderem auch etwas sehen kann in meinem Release, weil draußen ist es halt einfach immer so dunkel. Also ich bin aktuell sehr für dieses dunkle Thema empfänglich. So, das sieht mir auf jeden Fall nach Weihnachten schrägstrich Silvester aus. Ey, ist noch Klebeband drauf, wa? So. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, hier ist noch ein Schmetterling. So, den müssen wir noch befreien. Komm raus jetzt hier. So. Hier haben wir wieder selbstgemachte Lose. Und auch noch eine schöne kleine Schneeflocke. So, das ist das Dashboard. Wir haben jetzt quasi so einen Laden. Und mit Tracker laminiert. Ich denke mal, das hier gehört dazu. Hier haben wir wieder eine schöne Rubbel-Challenge mit den kleinen Rubbel-Stickern und eine hier normale Abstreich-Challenge. Also dieses Silber-Schwarz, das catcht mich auch voll. Aber deswegen musste ich auch zwei Silvester-Produkte letzten Monat veröffentlichen. War auch voll mein Thema. So, und wir haben ja die Christmas Challenge, wo wir etwas ziehen. Ich nehme mal an, das gehört alles zusammen. Spare das Doppelte. Rubbel ein Feld frei. Genau, hier rubbeln wir frei. Ziehe ein Los.
Spare die Hälfte, kreuze einen Betrag deiner Wahl ab. Genau, das gehört alles zusammen. Und hier haben wir passend mit einem schwarz marmorierten Würfel dazu. So, die mag ich auch sehr. Und hier haben wir dann wieder, oh, das ist quasi die Vorderseite. Und hier haben wir ein Haus und die Frau, die hier dekoriert, wieder dekorieren, ach, mit Geschenk. Ja, alles in diesem Schwarzgold. Du machst es mir wirklich mega schwer. Ich habe ja jetzt mehrere von diesen Challenges. Ich glaube, eine rosa, eine blaue und jetzt noch diese goldene. Ich muss mich ja dann entscheiden, was nächsten Monat was im Dezember in die Routine kommt. Ich weiß, wir haben Dezember, aber wir spielen heute zum letzten Mal für den November. Wir schließen heute den November ab und machen dann auch den Monatsabschluss fertig. So, ist quasi noch ongoing. Oh, hier war eine Katze drauf. Du kannst doch nicht hier immer so süße Sticker drauf machen, die man dann kaputt macht, Mann. So, was haben wir hier? Ach ja, die kleinen süßen Teddy-Sticker sind das, ne? So. Niedlich. So. Hier haben wir... Oh, die gefällt mir auch sehr gut. Ist es ähnlich? Zeig mal her. Auch wieder so ein ähnliches Thema, ne? Gefallen mir die Farben wirklich sehr gut. So, und hier hat man quasi auch nochmal so eine Ankreuz- und Würfel-Challenge. Aber mit diesem Schwarzgold hast du mich echt. So, damit wir nicht durcheinander kommen. Und jetzt kommt noch ein Sparspiel. Christmas Market. Gut abgeklebt hier. So. Ich hab heute aber keine Geduld für liebevoll. Ich will jetzt wissen, was hier drin ist. So, noch mehr Lose. Ich schreib's mal. Ich hatte mir das ja vorgenommen. So, ich schreibe mir jetzt hier auf. Wo schreiben wir das denn hin? Christmas Market. Und hier schreibe ich jetzt auf, wie hieß das denn? Christmas Gold. Christmas Gold. Dass wir hier nicht wieder Probleme kriegen. So, hier haben wir wieder diese süßen kleinen Sticker. Und hier den kleinen Magnet. So, hier ist dann wieder das, wie ist das? Das Dashboard. So, ach, wir müssen wieder was sammeln, so wie ich das hier sehe. Ach, Punschbude. Das spielen wir auf jeden Fall. Ja, wir müssen beide spielen hier. Ja. Los, Bude hier. So, und diesmal laufen wir hier rum. Und hier haben wir so einen Lebkuchen. Hier haben wir die Losbude. Das heißt, wir müssen losziehen. So, Gebäckbude. Gab es die auch? War das die hier? Eventuell ist es die hier. Sammle Pfefferkuchen. So, das hier ist Freirubbeln. Das ist Dosenwerfen. Ich glaube, das hier ist die Gebäckstube. Genau. Da hat sie aber ein anderes Bild, nehme ich mal an. Gleichermaßen besauern. Lass die Weisheit der Karte zu. Nein, eine Karte müssen wir ziehen. Aber zu was gehört dann das hier? Sammle den Pfefferkuchen ein. Das ist dann der Pfefferkuchen hier wahrscheinlich. Oder? Manchmal habe ich übelst Angst, dass ich mich hier dumm anstelle. So, aber das Bild ist hier nicht drauf, ne? So, erlange den Lebkuchen. Genau, wir streichen Lebkuchen ab oder eine Nascherei oder Pfefferkuchen. Ich habe es verstanden, ist alles gut. So, dazu gibt es jetzt hier einen marmorierten goldenen Würfel. Achso, den müssen jetzt hier wieder rein, ne? So. Und Gebäckstube. So, das ist alles Gebäckstube. Und genau, bei der Gebäckstube ziehen wir hier was. Und haben hier ganz herrliche Dinge, die wir schnabulieren können. Ja, Weihnachten ist die Zeit, wo dann danach die Klamotten so gar nicht mehr passen. So, passt auf. Ich suche jetzt erstmal irgendwas, wo ich das alles reintun kann, dass ich nicht durcheinander komme.
So, wir müssen ja hier noch so halbwegs ein bisschen Ordnung halten, sonst wird das nichts. So, da hat sie mir das Leben ja schon ein bisschen schwer gemacht, weil ich glaube, die zwei Spiele müssen jetzt einfach in unsere Routine. Und dann sehe ich tatsächlich ein bisschen schlecht für alles, was sie mir vorher geschickt hat. So, aber da habe ich mir auch schon ein bisschen was rausgepickt. Das wird, denke ich mal, meine Montagsaufgabe sein, mich hier zu entscheiden. So, vielen lieben Dank für das schöne Päckchen und dass du so viele Sachen rausbringst und dass du uns allen damit das Leben ein bisschen schwer machst. Ich freue mich schon drauf. Und ja, nächste Woche werdet ihr dann sehen, für was ich mich entschieden habe. Das wird noch eine schwere Sache, aber wir haben im Dezember nur 4 Wochen. Das heißt, wir haben pro Woche mehr Geld zur Verfügung. Und das heißt, wir können auf jeden Fall, wir haben ein paar Spiele zur Auswahl. So, und was ich nämlich auch noch auf dem Schreibtisch stehen habe, ist, heute ist der 9., heute ist Samstag der 9., mein 9. Türchen aus meinen Adventskalendern. Was ich ja via Video nicht euch mitnehme, weil ich möchte in Ruhe diese Adventskalender mit Spatz eröffnen und nicht noch irgendwie die Kamera hinstellen und so weiter und so fort. Aber ich mache ja gleich noch nach euch quasi das Foto und dadurch liegt es hier rum. Und da dachte ich, zeige ich euch heute einfach mal, was in meinem 9. Türchen war. Genau. So, ich habe ja von der Marina noch einen Adventskalender mit 12 Türchen bekommen und die öffne ich immer an ungeraden Zahlen und da hatten wir heute saure Raupis drin, die essen wir ja beide gern. Das hier liegt oben drauf, das war die Franzi, ne? Genau, die Franzi von Kreatives Stübchen, da sind hier zwei Drachen, hier sind sie, also wieder ein Diamond Painting, ich glaube das ist das 3. aus den Adventskalendern. Die Mädels sind voll verrückt. So, von der Diana gab es Süßkram und Sachen für Spatze, also so Angelköder und Kram, was ich quasi nie auf diesen Bildern zeige, weil das ist seins. Von der lieben Birgit gab es heute Schoketten und von der Rebecca gab es Spinnenohrringe. Die macht man dann hier noch mit auf. Und klemmt sie sich in die Öhrchen, zum Beispiel zu einer Halloween-Party. So, mega cool, oder? Ey, ich bin jeden Tag so dankbar und jedes Mal so geflasht, dass ich hier so krasse Dinge in meinem Kalender habe. So, also pochendes Herzchen für die liebe Jackie von Confetti Budget und auch ein pochendes Herzchen für die krassen Adventskalender-Mädels und auch für euch ein pochendes Herz, dass ihr hier seid. So, zu unserem kleinen Wohlfühlspace. So, und jetzt habe ich, glaube ich, über alles gesprochen, über was ich reden wollte. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und dann legen wir jetzt los, spielen die letzten Spiele für den November und machen dann quasi gleich dann noch den Monatsabschluss fertig. Wo sind die Beine? Hier. Genau. Wir sind jetzt schon bei Gesundheit, weil Bücher haben wir gestern gemacht. Ich liebe den Pinguin. Heute zum 9. war das Pinguin-Sparspiel im Adventskalender. Also, nee, das ist eine Challenge. So, die Challenge war zuerst da. Und als ich die Challenge erstellt habe, im, keine Ahnung, September oder was, wusste ich noch nicht, dass es dazu auch mal noch eine Karte und ein Deckblatt gibt. Finde ich aber mega schön. Ich liebe den. Ist auch richtig gut geworden. Die Cozy Cat liebe ich auch sehr. So, das haben wir gestern schon gemacht. Und heute spielen wir für den Gesundheitstopf. In Sandy vs. Zombies, wir nehmen einen lustigen Entchen, das sieht man wieder nicht, ne? Hier ist das Entchen, ja. Ein Entchen, 4er-Würfel, eine 4. Ich glaube, ich brauche noch, das ist das Einzige, was ich nicht gedacht habe, so ein kleines Zellchen. Apropos, es ist jetzt um 9. Da poste ich jetzt mal noch schnell bei Instagram das Video von heute.
So, jetzt sind wir bereit. Also, hatte ich jetzt schon gewürfelt? Ja, ne? Ich bin manchmal wie so ein Eichhörnchen auf Koks, ey. So, also, 1, 2, 3, 4. Sehr gut. Ich glaube, wir brauchen tatsächlich noch die, wie heißt das denn? Vogelscheuche. So, hier hinten steht drauf, komischerweise fürchten sich die Zombies vor Vogelscheuchen, kreuze eine ab, würfel mit dem Viererwürfel und spare die Augenzahl. So, das machen wir gleich. 2 Euro auf jeden Fall. Und ich glaube, ja, letzte Vogelscheuche. So, und jetzt brauchen wir tatsächlich nur noch Ziegel für den Rest von Sandys, nee, den Rest von Sandys Leben bringen wir damit zu, Ziegel zu sammeln. Und wir müssen natürlich noch fleißig in den finsteren Keller. So, ich würde sagen, wir machen noch eine Runde. 1, 2, 3. So, rechnen hatte ich schon. Wir sparen 3 Euro. Also wir müssen keinen abstreichen, weil sie sind alle voll. 1, 2, 3, 4. Bärenfalle heißt aussetzen. Aber lassen wir es dabei. Ich würde eigentlich gerne... Also wir spielen so lange weiter, bis wir entweder einmal gerubbelt haben oder ein Ziegel gefunden haben. So, und wir nehmen das Spiel auch mit in den nächsten Monat, weil wir sind noch nicht durch. So, spare 3 Euro. Los, ich hätte gerne eine 2 oder eine 4 oder eine 6. Eine 4. Na also. 1, 2, 3, 4. Damit bin ich doch zufrieden. So, wir dürfen einmal in den finsteren Keller. Wo sind hier meine... Rubbeldinger. Die 2 Katzen haben wir schon gefunden. Versuchen es mal hier unten. So, wir haben ein Bein, also wir haben Metallteile gefunden. Ich wollte schon sagen, wir haben ein bisschen Stahl gefunden. Das ist jetzt Interpretationssache, ne? Was das hier auf dem Bild genau sein könnte. Wir brauchen es auf jeden Fall für unsere Maschinenpistole und wir sparen nicht. Also auf der Rubbel-Challenge spart man tatsächlich nur bei den Katzen. So. Staubi sagt Hallo. So. Also, hier habe ich nicht geschrieben, dass man irgendetwas spart. Das ist auch so vorgesehen. Ihr wisst ja, mein Ziel ist es, dass man auch mal öfter würfeln kann und ein bisschen Spaß dran hat und das nicht nur abfrühstückt mit einmal würfeln die Woche. So, wir haben Metallteile gefunden. Juhu! Da freue ich mich schon auf ein anderes Spiel, was dann bald bei mir ankommt. Da müsste ich eigentlich noch, ich glaube, ich muss wieder ein bisschen Platz in meiner Routine lassen. Weil eventuell da noch ein bisschen was dazukommt. So, ich bin gerade dabei, nee, wir sind gerade dabei, ein Tauschpaket. Ich sag noch nicht mit wem. So. Das wird dann eine Überraschung, wenn es kommt. 8 Euro. Aber da freue ich mich auch schon mega drauf. So, meine Tauschpartnerin muss auch noch ein bisschen warten, weil ich möchte ihr meine Märchensachen mit reintun. Und die kommen erst. Wobei, die ersten 8 Challenges für die Märchenjahres-Challenge. Die kamen gestern aus der Druckerei. Ich bin am überlegen, ob ich euch eine Sneak Peek zeige. Die Patreons sehen es morgen. Die sehen aber morgen alles. Ich zeige euch mal. Ach Gott, was zeige ich euch denn? Ach, die sind alle so schön. Was habe ich denn hier drin? So sieht es übrigens bei mir aus. Das sind, warte mal, 100, also 600 Challenges. So. Wen zeige ich euch denn mal? Oh, ich kann mich gar nicht entscheiden. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Oh, ich kann euch gar nichts zeigen. Zeige ich euch eins? Komm, ich zeige euch eins. So. Das ist einer. So. Die sind so schön. Der Druck sieht so sensationell aus. So. Wenn alles im Laufe der nächsten Woche gut aus der Druckerei kommt, ist der Release voraussichtlich nächste Woche Samstag. Da, ich weiß es aber noch nicht. Ich muss noch auf sehr viele Dinge aktuell warten.
Aber sie sehen so schön aus. Ja, genau. Und meine Tauschpartnerin bekommt dann auch noch meine Märchen zusätzlich zu dem, was sie sich gewünscht hat. So, genau. Und ich glaube, da lasse ich dann vielleicht einfach drei Plätze frei. Oder? Ich weiß ja gar nicht, was ich alles bekomme. Ich habe mir was gewünscht, aber sie hat gesagt, sie tut mir noch was mit rein. Ach, ich liebe es, mich überraschen zu lassen. So, ich habe jetzt beschlossen, wir ziehen ein Los. Ich war jetzt irgendwie ganz mutig. Es sind 11 Euro. Bei meiner Schiedwetter-Challenge, jetzt dachte ich, habe ich die Katze gehört. 11 Euro. So, wir schreiben hier, habe ich einmal mit Schwarz geschrieben, ne? Dann wollen wir dann auch weiter mit Schwarz schreiben. Fett in die Pfütze. So, wie machen wir es? Na, das sind aber auch nochmal 11 Euro. Was ist denn das, der Gesundheitstopf? Ich glaube, die zwei Sachen bleiben so, wie sie sind im Gesundheitstopf. Ja, der Büchertopf bleibt auch so, wie er ist. Kommt, wir machen das. Wir machen das nächsten Monat. Wir haben ja diesen Monat eh nicht mehr so viel Geld zur Verfügung. Wir müssen immer noch das Loch im Luxustopf stopfen. Da bleiben wir jetzt bei den 11 Euro. Ne, wir machen mal andersrum. So. Wir bleiben mal bei den 11 Euro. Ganz, ganz keusch. Und hier guckt uns jetzt das Schiedwetter-Deckblatt an. Jetzt klebt. So, jetzt klebt hier alles. Also 11 Euro. Das heißt, wir haben insgesamt 19 Euro gespart. In Gesundheit ist ja mittlerweile auch schon gut Geld drin. So, jetzt brauchen wir mal einen Taschenrechner. Wir nehmen heute mal unseren Lilan. Ich hab ja drei, ne? Ha! Aber ich liebe die voll. Ich glaube, irgendwann habe ich alle Farben. So, wieder so ein Luxusgegenstand, ne, den keiner braucht. Aber ich verlege die auch gerne mal. Dann schleppe ich sie irgendwie mit ins Schlafzimmer, weil ich gerade irgendwas berechnen möchte. Und dann habe ich hier wieder keinen. So, 132 Euro in Gesundheit. So, wo ist Gesundheit? 132. Also, wir hatten also schon 1100 plus 132 minus die 7,97 Euro sind jetzt am Ende 1224,03 Euro. Ja, und ich lasse die zwei Challenges einfach drin. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn wir langfristig irgendwann 3000 Euro im Gesundheitstopf haben. Wir sind beide Brillenträger. Und ich sage immer nur Zahnersatz. Also, wer die Videos gesehen hat, am Anfang des Jahres hat Spatze ja ein Krönchen bekommen. Was haben wir denn alles für den Gesundheitstopf bezahlt? War das hier? Hier habe ich das noch nicht zusammengerechnet, ne? Im Januar hatten wir, ich mach's mal rund, haben wir 485 Euro aus dem Gesundheitstopf bezahlen müssen für verschiedene Occasions. Das war, nu ja. So, und da ist das Geld dann schnell weg. Wir runden mal auf Fassen. Die haben ja gar nicht so viel Geld, ne? Wir machen 1000. 230. Also wir haben genug Geld, ne? Nicht, dass ihr denkt, ich setze das nicht ins Verhältnis, aber wir haben noch ein Minus von 250 Euro im Luxustopf. 1, 2, 2, 4,03. So, wir tun 5,97 Euro rein. So, und landen dann bei 1230. So, wo sind wir denn hier? Juli, Technik. So, da haben wir den Jeffrey von Sally and Tommy und Black Roses Design. Den spielen wir heute tatsächlich ein letztes Mal. So, weil von Black Roses Design von der Tina kommt ja im Dezember was Neues bei mir rein. Und von der Steffi natürlich auch jede Menge. Und ich glaube, die holen wir nächstes Jahr wieder zu Halloween raus und spielen die dann quasi zu Ende. So. Ebenfalls der süße Zaubertrank, den schließen wir ebenfalls ab. Und Safe Cube Blocks von der Sandra bleibt in der Routine. So, dementsprechend, wo ist denn hier Sally and Tommy?
Wir haben hier. Uns fehlen tatsächlich auch noch drei Gegenstände, ne? Also wir haben da nächstes Jahr auch noch genug zu tun. So. Und wir gucken mal, ob wir hier den Topf finden. Ja! So, wir können also eine Karte ziehen. Das hat ja schon mal hervorragend geklappt. Ach so, welche habe ich denn jetzt? Die hier, ne? Die habe ich schon. Genau. Die fünf haben wir schon. Die drei haben wir noch nicht. Und ich habe gefunden Dragon's Blood. Wir können 5 oder 15 € sparen und ich nehme die 5. Ganz züchtig. So, hier hatte ich den Kohlenstift. Sehr schön. Und wir würfeln nochmal. Mal gucken, was uns hier noch Schönes erwartet. Ich hätte ja. Na, hier haben wir erst wieder ein eigenes Feld. Mal gucken. Die 3. Eins, zwei, drei. 6 oder 18? Uiuiuiui. Wenn sie eben die 6 Euro und locken quasi damit die 11 Euro ein. So. Ich glaube, der Techniktopf, der ist auch gut bestückt. Also zu den Cube-Blocks kommt dann, glaube ich, im Dezember nur noch eine zweite Challenge. Ich weiß noch nicht was, habe ich noch keine Vorstellung. Ach, der Jeffrey, ey, in diesem Grün und Lila. Einfach herrlich. So. Also, Jeffrey sagt, winke, winke. Es ist ein Vogel, der flattert tatsächlich davon. So. Und wird dann wieder einsortiert bei den Mädels. Jetzt, genau, den süßen Zaubertrank schließen wir ab. Wir haben hier dreimal 1 Euro und wir haben zweimal zum Rubbeln. Wir rubbeln mal zuerst und tragen ein. 15 Euro, ja, ich bin ja total beschort. Und nochmal 10. Ach du Scheiße. Jetzt sind 25, damit habe ich nicht gerechnet. 28 Euro. Schreibe ich 38. Mann! Und dann müssen wir noch mal kurz über die Zutaten für meinen Zaubertrank sprechen. Die sind, glaube ich, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, eventuell. So. Ausgerechnet auf den zwei Fällen habe ich mal 2 Euro, 3 Euro, 15, 15. Keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. So, wo ist der Staubi hier? Diesmal kann ich auch Millie nicht erschrecken. Die schläft weit entfernt. Also, die Zutaten für den Zaubertrank sind tatsächlich Karamell. Ein Lolli, Gummitierchen, das ist gemahlene Kamille und Regenwürmer. Das sind die Zutaten für meinen Zaubertrank. So, und ja, ich habe sehr viel Spaß daran, wenn ich sowas erstelle. Es ist halt immer so eine kleine Geschichte, die man erzählen kann, finde ich. Und es ist ganz witzig, ich habe ja ein Kinderbuch geschrieben, was bis jetzt leider noch kein Verlag haben wollte. Ich bin schon am Überlegen, wie ich das ändere. Also Ziel ist ja quasi, dass ich jetzt nächstes Jahr ein, zwei Bücher im Self-Publishing veröffentliche. Und falls die halbwegs erfolgreich wären, dann denke ich, kann ich mich hoffentlich nochmal bewerben und zeigen. Hier, guckt, irgendwer liest mein Buch, dann vielleicht versuchen wir es nochmal mit dem Kinderbuch. Und in meinem einen Kinderbuch geht es auch um eine Hexe, eine kindliche Hexe, die lustige Dinge in Zaubertränke wirft. Das macht mir wirklich sehr viel Spaß. So, auch diese Hexe sagt, winke, winke. Das war die Morgana, ne? Genau, Morgana Feuerbaum. So, und jetzt haben wir noch die Safe Cube Blocks. So, wundert euch nicht, dass ich heute dauernd irgendwie hin und her rutsche. Ich habe so Rückenschmerzen und ich weiß nicht so richtig, wie ich sitzen soll. So, der Reihe nach.
Also, jetzt haben wir ja schon so viel Geld gespart, da würde ich sagen, heute würfeln wir nur zweimal. Pass auf, es sind zwei Sechsen. Nee, ist einmal 2 Euro. Damit fangen wir mal an. So, das ist der hier. Wo tue ich den denn hin? Also, dieser coole selbstgemachte Würfel. Und das Spiel ist von Sandra von Design bei dieser. Wo haue ich ihn hin? Ah, ich glaube hier hin. So, 2 Euro, das merken wir uns jetzt mal. Und nochmal. Das hier, das ist eine 5. Also sparen wir insgesamt 7 Euro. So, die schreiben wir schon mal hin. Bevor mein Kurzzeitgedächtnis wieder schlapp macht. Ich glaube, das setzen wir gleich hier hin. So. Ach, ich liebe Tetris. So. Fein. Ist auch sehr entspannt, außer dann, wenn es dann plötzlich immer schneller geht. Dann ist mit der Entspannung vorbei. Wo tue ich denn jetzt hier meine Stifte hin? So, also die Challenge darf bleiben. Und dann gucken wir mal, wie es finanziell im Techniktop aussieht. So, Würfeli. So, 11, 28, 7 sind 46 Euro. Nein, mit dem Stift schreiben wir. So, 46. Und plus 34. 49, 37 und 30 macht tatsächlich 196 Euro. Ja, also wie gesagt, neben Safe Cubes reicht es, wenn wir nächsten Monat nur was Kleines mit dazu nehmen. Hier ist dann, glaube ich, gut Geld drin. Also, wir haben gespart 196, 600 hatten wir schon, das heißt, wir haben 796. Dann tun wir 400 Euro rein und landen bei 800. So, und wenn wir dann nächstes Jahr im Techniktopf bei 1000 sind, dann würde ich sagen, können wir es auch erstmal. Naja, wobei, wir bräuchten eigentlich fürs Wohnzimmer, also wir haben eigentlich kein Wohnzimmer, das ist Spatzels Arbeitszimmer, aber wenn wir mal Besuch kriegen, ist es das Wohnzimmer. Wir bräuchten langfristig eine neue Couch. Vielleicht bleibt, nee, das ist doch Technik. Wir sind doch noch gar nicht bei Heim und Garten. Quatsch, wir sind bei Technik. Ja, nee, wenn wir 1000 Euro haben, dann reicht das, denke ich, mal aus. Weil die meiste Technik, also gemeint ist sowas wie mal eine Küchenmaschine oder so, ne? Weil Lampe würde ich, glaube ich, mittlerweile aus Heim und Garten bezahlen. Und alles, was hier Computer und Co. ist, ist ja tatsächlich Business. Also Business-Ausgabe. Aber ich glaube, 1000 Euro können es schon sein. Wie gesagt, Küchenmaschine, ne? Oder die Kaffeemaschine ist ja kaputt gegangen. Wir haben uns dieses Jahr eine neue Kaffeemaschine gekauft. Also ein schöner Vollautomat, ne? Das war der erste Luxusgegenstand, den ich mir damals gekauft habe, als ich mit schweren Depressionen zu Hause war. Da habe ich mir gegönnt einen Vollautomat. Der hat quasi den Kaffee malt und dann kann man sagen, ich hätte gern Cappuccino oder Espresso oder irgend so ein Krempel. Mega schön, also genieße ich sehr. Ist ein Luxusgegenstand. So, aber ich glaube, für sowas wäre dann Technik. Also ja, eigentlich ist es wieder Heim und Garten, aber ich glaube, das ist okay, wenn die Töpfe ein bisschen fluide sind. Ne? Ihr wisst, denke ich mal, wie ich es meine. So, jetzt kommen wir aber zu Heim und Garten. Da haben wir aktuell 550 und dann hat man eine Ausgabe. Also wir haben 500 Euro. In Heim und Garten können wir gerne ein bisschen mehr sparen, weil da ist ja der Garten mit dabei. Ne? So, und der Garten ist teuer. So, ich überlege gerade, ich nehme den Würfel, den ich direkt von der Steffi habe. Das ist Steffi von Sally and Tommy. Ihre geheime Feste. So, die bleibt in der Routine. Wir sparen da jetzt gar nicht so viel, denke ich. Na, wobei, bei dem fehlen tatsächlich nur noch 2 Felder. Allerdings weiß ich nicht, wie lange wir brauchen für die Herbstdekoration. Ich sag mal, wir würfeln 3 Mal. So, wir merken jetzt gar nicht lange rum.
Wir haben hier 6 oder 15 Euro, dann sparen wir die 6. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 oder 11 Euro, wir sparen die 2. Und noch eine 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wunderbar. Ich komme auf einen Goblin. Ich darf also einmal rubbeln. Rubbeln tue ich ohne euch, weil wir sammeln ja wieder Schlüssel, waren es, glaube ich. Ne? So. Wenn ich so lange brauche, wie bei Steffis Drachenspiel, dann wird sich das ziehen. So. Wir haben 8 Euro. Diese Magiebälle sind auch so schön. So, wo ist der Staubel? Ja. So. Jetzt wollte ich es euch schon zeigen, aber ihr sollt ja nicht sehen, wo der Schlüssel ist. Was habe ich gesagt? 8, ne? Ja, 8 Euro. Sind also 16. So. 16 Euro in die letzte Feste. So. Und jetzt die Herbstdeko, die nehme ich schon mal raus. Weil die verabschiedet sich heute. So. Wen spielen wir? Die Leonie. So, dann nehmen wir, 4er Würfel und zwar von der Marina mit hier. Da ist eine kleine Miets drin. So, 1, 2, 3, 4. Kienapfel. Da haben wir schon alle. Ach, wenn du schon alle hast, sparst du 5 Euro. Das habe ich mir gut überlegt. Hatte ich nicht gesagt, das wird teuer? Mann, ey, eine 3. 1, 2, 3. Nochmal ein Kienapfel. Super. Eine 2. 1, 2. Rotes Blatt, brauchen wir das? Yes. So, wir sammeln, wir sparen jeweils 1 Euro, wenn wir es haben. Und jetzt fehlt uns nur noch ein Pilz. Für unsere Pilzpfanne. Wir brauchen eine 1. Das ist eine 3. Eine 2. Eine 1. Guckt. So, wir haben ein Weilchen gebraucht, bis wir den Pilz gefunden haben. Komm, da ist ein 12 Euro. Wir müssen es nicht übertreiben. Ich fand es sehr niedlich. So, für alle, die heute vielleicht zum ersten Mal reingucken, das ist von mir, das gab es bei Patreon zum Download. So, die Herbstdeko und Malte und Leonie sagen Winke, Winke. So, was haben wir gespart? 12 Euro. Jetzt müssen ja aber noch zwei Sachen drin sein. Ach ja, hier sind sie. So, eins bleibt drin, eins geht. Zum einen, der Sparvampir ist wieder von Sally and Tommy und wir haben hier noch 4 Felder zum Ausmalen und ich hätte gerne lila einen Stift. So, hier haben wir, wartet mal, es fehlt eine 2 und eine 6. Ich trage mir das erstmal ein, 2, 6 und hier fehlt eine 2 und eine 7. So, da haben wir das erstmal. Hier ist keine 2 und eine 6, hier ist aber eine 6. Also kommt hier die 6 nicht hin, sondern eine 2 und dann kommt hier oben die 6 hin. So, und hier fehlt jetzt die 2, weil hier ist eine. Was habe ich gesagt? Die 7 fehlt hier, ne? Hier ist definitiv keine 7. Fertig! So, von Sally and Tommy und ich fand diese Vampirdame und hier diese süße kleine Fledermaus mega süß. Die flattert davon. Flatt, 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 flatt. Und sagt Winke, Winke. So, was haben wir? 17 Euro. So. Und dann noch unser Scratch-Puzzle von der lieben Sandra von Design bei Desa. Au, oh, jetzt hat Krampf im Fuß. Ah, war nur ein kurzer Krampf, oder? Ich bewege noch ein bisschen. Uiuiui. Der ging. Am schlimmsten ist ein Krampf in der Wade. Eieieiei, das sind Schmerzen. Los, beweg dich gegen den Schmerz. Meine Güte, heute ist ja irgendwie alles los. Das ist ja heute ein bewegtes Video. Es tut immer noch ein bisschen weh. Eieieiei. So, müssen wir den jetzt noch ein bisschen bewegen.
So, ich nehme die zwei Würfel, die ich von der Marina bekommen habe, die so schimmern. Farblich dazu passend ist eigentlich auch noch der von der Birgit, aber wir würfeln nur zweimal. So, den anderen nehmen wir nachher. Hier sind nämlich zwei Fünfen geworden, sowas habe ich mir gedacht. Wenn es zwei Einsen geworden wären, hätte ich gesagt, wir holen den anderen Würfel noch. Ich muss sagen, vor allem der hier, der hat es mir mega angetan. Aber das ist halt so blau-türkis meins, liebe ich. So, zwei Fünfen haben wir überhaupt. Wir haben gar keine Fünf mehr. Da würde ich sagen, nehmen wir eine 6 und eine 4. Oder wir nehmen eine 4 und 3 Zweien. Wir haben so viele Zweien. Ja, wir nehmen eine 4 und 3 Zweien. Da können wir nämlich insgesamt 4 Felder freirubbeln. Ich bin ja da opportunistisch, nicht wahr? So frei nach dem Motto, nimm, was du kriegen kannst und gib nichts wieder zurück. So. So, und jetzt schauen wir unsere Rubbelhilfe. Die nutzen sich ja immer früher oder später ab, deswegen bleibt die uns erhalten. So, und ihr seht es, am schnellsten geht es immer mit der Münze. Ne? Also wenn ich quasi schnell vorankommen möchte, nehme ich eine Münze. Ansonsten haben wir noch die Rubbelhilfe von der Steffi. Und für Feinarbeit das kleine Werkzeug. Das ist hier eine richtige Wissenschaft mit dem Rubbeln. Ne? Meditatives Rubbeln erfordert... Komm, ich rede nicht mehr weiter. Dieser feine Staub, ey. So, und ich hatte von Anfang an recht. Wir haben hier eine hübsche Braut. So, genau, das schließen wir dann nächsten Monat ab. Und dann müssen wir mal gucken, weil ich haue ja dann ihr Winterliches mit dran. Dann müssen wir nach Möglichkeit pro Woche... Müssen wir eigentlich ein bisschen mehr würfeln, sonst komme ich mit meinem Winterlichen hier auf den Brett, sonst wird das ja nicht. Wobei, es schneit auch noch bis Februar, März, ne? Also wir können es damit Zeit lassen. Und mit ein bisschen Glück bringt Sandra ja dann schon ein frühlingshaftes raus. Da hätte ich ja überhaupt nichts dagegen. So, wir haben 17, 10, 12, 16. Das sind insgesamt 55 Euro. Plus 44, plus 63, plus 48,50 Euro, plus 51 Euro sind sage und schreibe 261,50 Euro. Das sind Wucher, die wir hier dieses Jahr gespart haben. So. Plus die 550, die wir schon im Topf hatten. Minus... nein. Minus die 52,93 Euro sind 758,57 Euro. Da fühle ich mich jetzt zum ersten Mal auch wohl. Also, aber ich weiß, sobald wieder Frühling ist und sobald die Gartenausgaben losgehen, denke ich mir wieder, oh, du hast gar kein Geld in diesem Scheißtopf. Ey. So, was machen wir? 460, ne? 700 minus 760. So, das heißt, wir packen 1,43 Euro rein und haben dann 760. So. Das ist definitiv eine mega stolze Summe, die wir uns hier erspart haben. So, was kommt? Ach, Auswärtsessen. Unser Sammeltopf mit den zwei Sammelchallenges. So, ich liebe Sammeln. Zum einen haben wir hier unser Sparcafé. Von Set Organized Lady. Da sparen wir wieder fünfmal. Und da nehmen wir jetzt den glitzernden Würfel von der Birgit. So. 1, 2, 3. Und es kommt, wie es kommen musste. Ich darf hier oben. Und dann nehme ich jetzt die anderen zwei wieder. Eine 4 und eine 6. Also entweder... Was ist das? Das sind keine Nüsse.
das Karamell. Irgendwas Stückiges. Wir gucken mal, wozu wir das brauchen. Vielleicht können wir das Rätsel lösen. Wir brauchen das tatsächlich nur für die Lebkuchen. Aber was könnte das sein? Ich kann es euch nicht sagen. So, wir kreuzen es an. Wir kreuzen es an. So, für unsere riesengroße Lebkuchenmanufaktur. Und weiter geht's. Eine 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eier. Achso, wartet mal. Was war denn das? Obst, Nüsse, Schokorest. Ich glaube, das war Rest. Ich weiß es nicht. So, genau, wir haben Eier. Die brauchen wir. Wollen wir Stollen machen? Was wollen die will ich machen? Die will ich. Oh Mann, ey. Plätzchen mit Marmelade. Meine Lieblinge. So, 1, 2, 3, 4, 5. Aussetzen. Sag mal, spinnst du? Völlig in Ordnung. 1, 2, 3, 4, 5. Wir sind bei Start. Der Start ist 4 Euro wert. Und es ist das letzte Mal jetzt, glaube ich, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Sugar, 1 Euro. Und wir gucken mal, für was brauchen wir Zucker? Eigentlich für alles, denke ich. Ach, wir nehmen auf jeden Fall die Nussecken. Ey, ich liebe Nussecken. So. So schön mit Marmelade. 1A. So. Also Teig, dann Marmelade, dann Nuss, dann Schoko. Ja, genau. Genau, 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 genau. So, und jetzt unsere zweite Sammel-Challenge. Nämlich den schönen Wintervorrat von der lieben Andrea von Spaß am Sparen. Und hier nehmen wir einen Viererwürfel. Einfach, dass wenn wir hier etwas erwürfeln, dass die Zahl ein bisschen begrenzt ist. Und dann nehmen wir wieder mein Entchen, was ich auch sehr liebe, weil die haben immer so einen leichten Türkis-Touch. So, wir gehen nach rechts. 1, 2, 3. Wir haben eine Kastanie gefunden. Kastanie ist 1,50 Euro wert. Und, ach, wir müssen wieder malen. Da mache ich doch hier sicherlich wieder eine halbe Wissenschaft draus. So. Die Kastanien habe ich hier ja, glaube ich, irgendwie in der falschen Farbe gemalt. Ne? So. Oh, ich liebe das auch, wenn wir spazieren gehen und dann geht das los mit den Kastanien. Und man kann sich einfach jedes Mal eine Kastanie mitnehmen. Also Kastanie ist für mich auch absolut Herbstglück, ne? Die fassen sich dann auch so schön weich an, weil die sind ja so komisch beschichtet. Und dann haben die ja auch so eine schöne, so eine fuchsrot-braune Farbe. Herrlich. Lieb ich total. So, 1, 2, 3, 4. Das ist Santa Maus. Feiert Spatze auch sehr. Du triffst Santa Maus. Er schenkt dir 3 Wunschfrüchte oder Nüsse. Wer hatte denn, wem fehlt denn noch was? Ich glaube, die Hasis hatten wir gesagt, ne? Und ich würde sagen, die Hasis bekommen jetzt einfach Pilze. Welche Farbe haben denn meine Pilze? Nehmen wir das Braun? Wir nehmen das Braun, ne? Dann sind es Maronen oder so. Ist doch okay. So. Wobei der Stiel müsste ein bisschen heller sein. Na, passt auf, dann machen wir nur die Kappe braun. Seht ihr überhaupt irgendwas? So, dann machen wir nur die Kappe braun. Könnt ihr mir auch gerne mal schreiben, ob ihr die Videos eigentlich auf dem großen Bildschirm guckt. Dann seht ihr natürlich mehr. Oder übers Handy. So. Dann sieht man natürlich generell nicht so viel. Welche Farbe nehmen wir denn für den Fuß? Wir probieren es mal mit dem hellen hier.
Ist, glaube ich, auch ein bisschen Interpretationsfrage mit dem Pilzen hier. So, wir müssen dann noch gucken, was der Pilz für eine Sparsumme hat. Das sind 1,50 €. Ach so, sie hat die hier oben eher rot gemacht. Sieht ein bisschen fliegenpilzartig aus. Also 1,50 € dreimal sind 4,50 €. So. Und würfel nochmal eine 4. Also 1, weiter geht's auf Start. 2, 3, 4 haben wir wieder eine Kastanie, das waren 1,50 €. Und dann sind die zwei Mäuschen wieder dran. Die Feldmaus und der Igel. So süß, so süß. So. Ja, das Spiel wird uns auf jeden Fall auch noch eine Weile begleiten, obwohl offiziell müssten sie jetzt für den Wintervorrat sammeln. Warte mal, wir sind jetzt bei 6,50 €. Wir gucken mal noch, was wir hier noch an Kleingeld zusammenkriegen. Eins, zwei, drei. Oh, die hatten wir noch gar nicht. Du musst dich etwas ausruhen, Sparpause. Als ob die Andrea das jetzt irgendwie gewusst hat. So, gut, dann soll es Schicksal sein. Ihr gehört hier überhaupt nicht hin. Dann ist das so. Also, was habe ich gesagt? 6, 7,50 €. Und beim Sparcafé habe ich es noch nicht ausgerechnet. Das sind 5, 6, 7, 8, 9, 10,50 €. Dann haut es doch hin. So. Und weil ich faul bin, rechne ich jetzt diese 18 € tatsächlich mit dem Taschenrechner aus. Also, wir haben 18 € plus 14, nein. 18 € plus 14,10 € plus 16,50 €, 11,20 € und 16 € sind 75,80 € in den Auswärtsessentopf, was früher ja mal bei uns einfach variable Kosten waren. So. Ja. Ich sehe gerade. Also, wir hatten 100 € im Topf. Und jetzt haben wir noch 75,80 € dazu getan. Das sind ja logischerweise 185. Und wir haben 114,35 € ausgegeben. Wir haben jetzt also noch im Topf 61,45 € minus 65. So, 3,55 € packen wir rein und gehen mit 65 € in den nächsten Monat. Mal gucken. Aber ich glaube, was haben wir jetzt den 9.? Wir hatten diese, also jetzt im Dezember hatten wir noch kein Auswärtsessen. So. Ich glaube, diesen Monat haben wir auch ein bisschen mehr Zeit zum selber kochen und sonstiges. So, Urlaub hatten wir schon. Dann nehmen wir uns den anderen Beiner. Uns fehlt noch Tiere, Auto und Führerschein. So, Tiere, genau. Das schieben wir erstmal. Entscheidung fällt nachher, wie wir es machen. So, wir legen los mit den Dice Points von der Sandra. Und da würfeln wir jetzt mit einem orangefarbenen Würfel eine 1. Super. So. Naja. Im Dezember machen wir den Fuchs dann aber voll. Gut, dann ist es nur 1 €. Das ist in Ordnung. Wartet. 1 € hat man letzte Woche auch nur 1 €, ne? So, die hier schließen wir ab. Mein Labyrinth, was ja der Goodie war vom
Oktober, glaube ich. So, und zwar, die Mutti, die braucht jetzt eigentlich nur noch hier diese 5 Euro. Und ich würde sagen, da würfeln wir jetzt auch gar nicht. Und dann hat sie nämlich ihren Fabio gefunden. So. Und die zwei sagen Winke, Winke. Und tollen weiteren Ring im Wald umher. So, die Katze und Maus schließen wir jetzt noch ab. Und dann reden wir nochmal über die Sea Animals. So, wir würfeln einmal. Dann bleiben wir bei dem Würfel eine 1. So. 1 Euro. Dies vom Black Roses Design habe ich sehr gefeiert. So, die zwei malen wir gleich noch aus. Das sind dann noch 8 Euro. So. Also, wir haben quasi wieder ein Teilpfotenabdruck von einer Katze entdeckt. Ich würde mal behaupten, an der Fensterscheibe. So, dann hat die Katze ein Fischli gekriegt. So, es gibt noch 8 Euro, ein Wollknäuel zum Spielen. Und hier noch eine süße kleine Maus mit Blumensträußchen für 5 Euro. Und zweimal Käse. Einmal einen kleinen für 1 Euro und einen großen für 7 Euro. Also nochmal 8 Euro. Ich fand die Challenge optisch einfach so schön. So schön. Aber die zwei sagen Winke, Winke und spielen dann woanders umher. Ich sag mal so viel, es geht um Leben und Tod. Also 3x 18, 24 und 6 sind 30 Euro. Ja, ich kann auch Kopf rechnen, wenn ich das möchte. So, jetzt sind wir bei 36 Euro. Bin wirklich hart am Überlegen, was wir jetzt mit den Sea Animals machen. Es sind insgesamt 95. Also packe ich die jetzt so unabgeschlossen, wie sie ist, zurück und wir holen sie im Sommer nochmal raus, wenn wir dann sowieso Meeresmotive haben. Wisst ihr wie? So, wir haben 95 Euro. Minus 5, minus 6, minus 5, minus 9, minus 5, minus 8, minus 3, minus 7, minus 10. Hier warten noch 37 Euro auf uns. Bin wirklich am Überlegen. Wir machen das ganz anders. Wir spielen sie gar nicht. Wir spielen sie gar nicht. Die Sea Animals sagen Winke, Winke und wir holen sie einfach im Sommer raus. Kommt. So. Das ist doch überhaupt nicht schlimm. Ist von Sally und Tommy, falls ich vergessen habe, das zu sagen. So. Ich denke immer an den Luxustopf, der noch im Minus ist und für den wir noch ein bisschen Geld brauchen. So, 44, 50. 60, 65, 36. Wir müssen ja mal vernünftig sein. So, 255 Euro in die Tierchen. Wo sind sie? 255. So, plus 900. Und wir haben ausgegeben 133,44 Euro. So, dann sind wir jetzt bei 1000 Euro 21,56. Machen wir 30, war minus 1030. So, wir tun also 8,44 Euro rein und haben dann 1030. So, das ist doch in Ordnung. Gefällt mir sehr der Puffer bei den Tiermonstern. So, das. Sag mal, das Dice Points kommt jetzt noch hier rein. Und dann ist der Topf leer. Genau. Und jetzt fehlt uns noch, genau, Auto und Führerschein. So. Die Halloween Challenge von Confetti Budget sieht ebenfalls aus. Und nachdem das.
Nachdem diese Challenge ja bei uns schon ein bisschen eskaliert ist, würde ich sagen, ich ziehe heute gar nichts, sondern ich rubbel zwei oder drei von diesen süßen Geistern frei. Mit Steffis Rubbelhilfe. Wir gucken mal. Und dann holen wir die nächstes Jahr wieder raus. Wir haben ja 3 Euro und 7. Perfekt. 10 Euro gekauft. Ja, letzte Woche haben wir ja 72 € dort reingespart. Deswegen heute ziehe ich gar keine Karten. Ich boykottiere das. Ich boykottiere das. So, aber ich wollte auf jeden Fall noch ein bisschen rubbeln, weil ich die Geister einfach auch so süß finde. Und ich stehe auf diese kleinen Rubbelsticker. Also wirklich, wirklich sehr. So. So, und ich weiß, viele lieben Lose, aber ich ziehe kleine Rubbel tatsächlich losen vor. Weil ich die einfach, ich weiß nicht, dieses Rubbeln hat einfach irgendwas Schönes. So, diese schöne lilane Challenge sagt jetzt leider auch Winke Winke, dazu gehört. Ach ja, ich habe es wieder nicht geschafft, Mann, das Trostpflaster, das hätten wir doch vorhin spielen können. Mann, ey. So, und wer von euch ist was? Ich glaube, das eine war das eine Halloween und das andere war das andere Halloween, ne? So. Ich schreibe das jetzt einfach mal drauf. Ich schreibe mal hier hin Halloween. Halloween Karten. Und hier schreibe ich hin Halloween Spiel. So. Und hier ist hier leer. Ist jetzt leer. So. Das sagt jetzt Winke Winke. Das passt jetzt hier bei mir gar nicht mehr rein. Sag mal. Müssen wir dann in aller Ruhe aufräumen. Konfetti-Patsche ist leer. Was, was, was? So, okay. So, ah. So, ein bisschen aufräumen. Genau. Rainy Sudoku. Das. Ach. Wollte ich das abschließen? Weiß ich gar nicht mehr. Das kriegen wir doch jetzt nicht abgeschlossen. Was ist denn das, der Autotopf? Das kriege ich doch nicht abgeschlossen. Wisst ihr noch, was ich letzte Woche dazu gesagt habe? Die Bewitched. Wir schließen erstmal die Bewitched ab. Hier oben warten 9 Euro auf uns. Die malen wir erstmal aus. Dann hier warten noch 8 Euro auf uns. In den Magiekugeln. So. Und wir haben noch ein Rubbelfeld. Sind 3 Euro. Das war, glaube ich, Salz, ne? Auch hier müssen wir noch mal über meine Zutatenliste reden. Für den Sauerteig. So, wenn Susan Schabernack macht. Also hier, das ist ja ein bisschen unklar, ob das so rote Jellies sind oder roter Zucker oder roter irgendwie so Schweineschmalz, also diese Speckstückchen, roter Speck. Dann haben wir Basilikumblätter, wir haben eine Alraune, wir haben definitiv eine Prise Salz kommt rein. Das hier waren, glaube ich, Lotusblätter. Wir haben einen Tausendfüßler, ein Auge und Regenwürmer. Ja, lecker, lecker. Die Hexe fliegt davon. Und wir haben gespart 20 Euro. 20 Euro rund.
Wie mache ich es denn? Oder nenne ich die nächste Woche Sudoku? Und wenn die fertig ist, packe ich meine Challenge mit rein aus dem Adventskalender. Die war gestern drin. Die haben also schon alle gesehen. Oh, ich weiß es noch nicht. Wir gucken erstmal. So, in dieser Reihe hier fehlt uns eine 3 und eine 5. Hier ist eine 3, also schreiben wir hier die 5 hin und hier die 3. Kommt, wir schließen die jetzt ab, dann haben wir kein Gemehre. Ich weiß, ich werde das Dinge, die ich bereuen werde. Nicht 3 und 8, sondern 3 und 5. So, hier fehlt jetzt noch eine 7 und eine 9. Da geht es nämlich schon los. Und hier fehlt auch eine 7 und eine 9. Na gut, dann machen wir das anders. Hier ist eine 7, hier kommt also die 9 hin. Dann kommt hier die 7 hin. Und dann nochmal eine 9 und eine 7. So, dann hier entsprechend. Oh, ich werde das bereuen. Ist wurscht, aber dann haben wir es aufgeräumt. Kommt. So, hier fehlt eine 8 und eine 7. Naja, aber es ist der Autotopf. Also ich fand, da hätte eh ein bisschen mehr Geld reingekonnt. So, noch eine 4 und eine 6 sind 10. So, wenn alle Stricke reißen, dann gehen wir halt in den nächsten Monat mit einem Minus im Luxustopf rein. Und dann müssen wir das im Dezember begleichen. Da stirbt doch keiner dran. Ach, ich liebe sie. Mochte ich wirklich sehr. So, auch Rainy Sudoku sagt Winke, Winke. Und jetzt rechnen wir mal das zusammen. Wir haben 3, 5, 9, 7, 7, 9, 7, 8, 10. Sind 65. So, wir gucken noch mal. Ja, 65 Euro. So. Und 30 sind also 95. So, dann haben wir 95, 110, 70, 40, 20. Sind doch 335 Euro, muss ich sagen. Das war doch ordentlich in den Autotopf. So, wo ist ein Auto? Hier. So, sparen 335 plus 4.500 minus die 30 Euro für den Blitzer sind 4.805. Kommen noch 5 Euro rein und dann sind wir bei 4.810. So, doch langsam. So. Ah, irgendwann reicht es dann für einen neuen Gebrauchtwagen. Naja, nächstes Jahr steht erstmal TÜV an. So. Neuen Gebrauchtwagen. Das ist irgendwie immer so eine. Wie heißt das denn? Ist es ein Oxymoron, wenn sich was widerspricht? Keine Ahnung. Gebraucht Neuwagen. Ist genau das. Naja, neuer Gebrauchtwagen. Keine Ahnung. So, warte mal. Die Schreibzeit. Dann können wir hier noch eintragen, weil da kommt ja nichts dazu. Wobei wir die natürlich runden können. 2.590,40 €. Da können wir ruhig die 4,60 € reintun und landen dann bei 2.000. Pass auf, wir machen 9,60 € rein. Und landen dann bei 2.600 €. So. Jetzt fehlt noch der Führerschein. Nebenkosten bleibt, wie es ist. So. Also Ende 2.000 €. Wir tun nichts rein. 2.000 €. So, Führerschein. So. So, die süße Witchcraft Challenge von der Franzi von Kreatives Stübchen. Und wir nehmen einen von hier hinten.
Das sind 7 Euro. Und mal gucken, was sie jetzt wieder für eine horrende Summe versteckt hat in ihrem pinkfarbenen Los. Ja, klar. 25 Euro. So, sind also 32, ne? Nee, 25. 32 sind es insgesamt. Und wir hatten ja hier letzte Woche noch 9 Euro vergessen. Und 32 plus 9 sind tatsächlich schon 41. Wo ist denn hier mal ein Radiergummi? Natürlich nicht. Kann ich den hier nehmen? Ja, nicht, ne? Das habe ich mir gedacht. Geht. So, was habe ich gesagt? 32 und 9 sind 41. Vielleicht kommt die Stunde der Wahrheit. Ah, gut, aber nach. So, 41 plus 25 plus 18 plus 22 plus 22 sind 128. So, hier oben ist der Führerschein. 128, das heißt, wir haben jetzt 728, 600 hatten wir schon. Wir tun noch 2 Euro rein und dann haben wir schon mal 730. So. Jetzt. Tun wir erstmal noch die Challenge hier rein. Die machen wir dann nächsten Monat fertig. Wobei, wo ist denn hier? Wo ist denn hier die Franz? So, das können wir doch hier reinpacken. Jetzt müssen wir erstmal alles zusammenrechnen, was wir diese Woche ausgegeben haben. 36, 9, 18, 75, 55, 46, 19, 100, 26, 35, 35, 95, 41. So, 590. Das sind insgesamt, also Einnahmen hatten wir keine. So, verspielt haben wir 697. So, wir hatten noch 750,09 € minus 697. Wir haben jetzt also noch 53,09 € übrig. So. Und jetzt machen wir mal unseren Monatsabschluss. Genau, ich habe hier schon aufgeschrieben. Also, das Gehalt von uns beiden für diesen Monat waren 4.500 €. Wobei, ist ja nicht steuerfrei. Ne? Also ich zahle uns ja quasi, also Spatze hat ein kleines Einkommen und ich zahle uns von unserem Gewerbe einen Betrag aus, der relativ vollständig ist und davon sparen wir Geld in die Steuer. Ne? Also man müsste sagen, das hier ist zumindest, was mein Part angeht, brutto und nicht netto. So, deswegen sparen wir an die Steuer. So, Patreon 335,19 €. Für YouTube gab es 491,89 €, für Trade Republic 36,30 € und Bondora 19,66 €. Das heißt, insgesamt hatten wir jetzt für diesen Monat zur Verfügung 5.383,04 €, aber wie gesagt, nicht steuerfrei. So, also es sieht immer viel aus, aber wenn dann das Finanzamt erstmal kommt, dann, naja, dann weint man ein bisschen. So,
Und ausgegeben haben wir für Fixkosten ja die 430 Euro, die ich berechnet habe. Variable Kosten, wir haben bei Lebensmittel statt 600, 598,94 Euro ausgegeben, womit ich nicht gerechnet hatte. Ich dachte tatsächlich, wir haben es leicht überschritten, aber es hat gerade noch so hingehauen. Und bei Fahrtkosten haben wir statt 60,58 Euro ausgegeben. Das wusste ich aber. Also ich wusste an der Tankstelle schon, dass ich unter 60 Euro bleiben muss. So, das heißt, statt 660 haben wir 656,94 Euro in variablen Kosten ausgegeben. So, und Ausgaben gesamt von unseren Spartöpfen. Das waren, das waren 1126,33 Euro. Ja, und zwar aus den Töpfen Tiere, Gesundheit, Kleidung, Auto, Heim und Garten, Luxus, Geschenke, Lesen, Urlaub, das ist falsch, aber auswärts essen. So, dementsprechend mit Fixkosten, variablen Kosten und Geld, was wir aus den Spartöpfen genommen haben, hatten wir Ausgaben in Höhe von 2613,27 Euro. Und wenn man die ins Verhältnis setzt zu den Einnahmen, haben wir eine Sparquote von 52%. Was ja immer nur so halb stimmt, weil hier gehen ja noch Steuern ab. Und Steuern sind ja eigentlich nicht unser Gewinn. Ne? Also es ist immer so ein bisschen relativ bei mir zu sehen, aber das ist ja nicht schlimm. So. Wir sparen ja für die Steuern. Ne? Das ist ja genauso, ich spare für die Tiere, also kann man schon sagen, dass es hinhaut. Ne? Für die Tiere geben wir ja auch Geld aus. So, und jetzt ist aber die Frage, wie viel Geld haben wir jetzt noch übrig zum Versparen? So, und dazu gucken wir jetzt welches Geld wir ausgegeben haben. Wie viel haben wir ins Haus gespart? 620 Euro, ja, tatsächlich. So, und wir machen das mal hier, hier habe ich mich nicht so viel verschrieben. Also 28 Euro, 132, 196, 261,50 Euro, 225,50 Euro, so 57,80 Euro, 61, 225, 620, 122, 185, 143, 335, 128 und 681. Das heißt, in Spartöpfe gespart sind 3418,80 Euro. So, das können wir hier auch nochmal ausrechnen. Gegenchecken. So. Super, da komme ich auf einen anderen Betrag. Das ist ein Unterschied von 30 Euro. Es stimmt. So, also wir haben 3448,80 Euro verspart. So, 3448,8. So, plus die variablen Kosten, die haben wir ja ausgegeben. Plus die 830 Euro für Fixkosten. Das heißt, wir hatten quasi Ausgaben in Höhe von 4935,74 Euro. So, und jetzt kommt quasi das Zauberwerk. Wir müssen quasi noch was abziehen, weil wir haben jetzt die 5383,04 Euro. Ja? Da ziehen wir jetzt unsere Ausgaben ab, weil die können wir nicht mehr versparen. Ne? Minus 4935,74. So. Das sind noch 447. Minus Patreon, weil Patreon geht ja direkt in meine Schreibzeit. Das müssen wir ja eigentlich noch hinschreiben. Wartet. Also ich weiß, dass es so ist, aber ich schreibe es mal noch mit hin. So, also minus 335,19. So, minus die 36,30 Euro von Bondora, von Trade Republic, minus 19 Euro von Trade Republic, weil die bleiben ja dort. Das heißt, wir haben zu versparen, und jetzt wird es gerade wirklich spannend,
56,15 €. Ist ganz schön knapp geworden. Und jetzt gucken wir mal, was ich hier quasi schon benutzt habe von diesem Geld, um Töpfe rund zu machen. So, es sind 2 Euro. Das hier sind 9 Euro. 9,60 Euro. 8,44 Euro. 5,97 Euro. 4,99 Euro. 5 Euro. 1,43 Euro, 4 Euro, 1,96 Euro, 3,99 Euro, 9. Wir sind im Minus, 3,55 Euro, minus 8. Scheiße. Ich hab mich vertan. So, wir sind also jetzt quasi schon im Minus. Verdammt, ey. Wir haben diesen Monat zu viel Geld verzockt. Gut. Da stirbt jetzt keiner mehr dran. So, ich schreibe mir das jetzt mal auf. Minus 11,78 Euro. Wir klären das alles. So, ich mache jetzt mal trotzdem noch die letzten zwei Töpfe rund. Wir haben bei Steuern jetzt 15.085. Da würde ich sagen, dabei belassen wir es einfach. 15.085. Und bei Luxus sind wir im Minus mit 250 Euro. Und ich würde sagen, wir machen das so. Wir machen das Minus jetzt sogar noch größer. Indem wir jetzt noch die 11 Euro verrechnen. So, also quasi 250,47 Euro plus die 11,78 Euro. So, das heißt, wir haben jetzt ein Minus von 262 Euro. Nein! Ein Minus von 262,25 Euro. Susan, was hast du nur angestellt diesen Monat? Wo ist denn mein Tippex? Das heißt, unser Zuschuss ist das Minus, was wir schon erzeugt haben, in Höhe von 11,87 Euro. So, was mache ich jetzt damit? Ist ja jetzt quasi so ein bisschen meine eigene Dummheit, Schrägstrich, Sparspielsucht. Dieses Minus ist natürlich sehr hoch, um es im Dezember uns komplett zu erspielen. Aber ich glaube, ich würde es jetzt einfach auf den Versuch ankommen lassen. Ja, ich packe jetzt einfach viele Sparspiele. Ich hätte es auch anders lösen können, ne? Manche Sachen, die wir uns im Luxus gegönnt haben, hätte ich auch einfach sagen können, ich bezahle es jetzt mit dem Urlaubstopf oder mit einem Heim- und Gartentopf, ne? Dann hätten wir jetzt kein Minus. Aber also das könnte ich jetzt immer noch machen, ne? Wir haben ja, keine Ahnung, hier im Urlaubstopf 920 Euro und ich könnte das jetzt einfach begleichen. Jetzt habe ich aber schon alles eingetragen und ich habe jetzt keinen Bock, jetzt noch mehr hier drin rumzutippexen. So, und deswegen machen wir das jetzt so, dass wir einfach mit diesem Minus von 262,25 Euro in den Dezember starten. Und dann kommen in den Luxustopf ein paar mehr Sparspiele. Und wir sehen zu, dass wir luxusmäßig nicht allzu viel ausgeben im Dezember. Und dann wird das beglichen. Ja, so, das machen wir. Und da seht ihr, dass auch ich definitiv nicht unfehlbar bin und dass auch wir ein Opfer des Black Fridays geworden sind. Da ist der Buntstift runtergefallen. Das ist nicht so gut. Und dass auch wir damit umgehen müssen. So, ich würde jetzt aber nicht behaupten, dass wir irgendwie Schulden gemacht haben, weil, wie gesagt, die Töpfe sind voll. Ja, man könnte das jetzt auch mit Heim und Garten bezahlen, weil manche Sachen, die davon waren jetzt auch Deko, ja, ob das jetzt Luxus ist oder Deko. Ich habe es jetzt einfach so gelabelt, ne? Und wir könnten das damit bezahlen. Aber ich habe schon alles eingeschrieben. Deswegen mache ich das jetzt nicht. Und wir starten jetzt mit diesem Schandfleck einfach
in den Dezember und komme damit klar. So, wir haben ja genügend Geld jetzt schon zurückgelegt, um das ausgleichen zu können. Das Einzige, was für mich wirklich relevant ist, ist der Steuertopf, weil Thema Steuern ist halt aktuell noch ungeklärt, welche Kosten da tatsächlich auf uns zukommen. So, das ist das Einzige, was mich bei diesem Budget aktuell wirklich interessiert, weil alles andere können wir ausgleichen. Also ich meine, ich kann jetzt auch das Geld, was haben wir jetzt im Haussparstopf, 1620, wenn jetzt die Steuer höher ist als das, was ich zurückgelegt habe, dann wird der Haussparstopf aufgelöst, ne? Ist dann natürlich traurig. Aber da mein Steuerberater nicht ausreichend mit mir redet, kann ich es einfach nicht abschätzen. So, und kann einfach nur das Beste hoffen. Es wird und bleibt auf jeden Fall spannend. So, und damit gehen wir jetzt aus dem November und starten nächste Woche in den Dezember mit unserem kleinen Luxus-Schandfleck. Ich habe den ganzen Monat darüber geredet, ne? Aber ich dachte mir, oh komm, du schließt jetzt die Challenges ab. Ist doch in Ordnung, ist doch alles kein Beinbruch. So, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen wundervollen zweiten Advent. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid gesund. Und wenn ihr nicht gesund seid, dann gute Besserung und passt auf euch auf. Bis dahin. Tschüss.